I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. But you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah, 80 and a 40. Hallöchen, Leute. Zum, ja, was weiß ich, keine Ahnung, wie geht ein Vlog? Das steht sicherlich oben in der Überschrift. Ich habe sowieso gesehen, in den letzten Vlogs habe ich immer die falsche Zahl habe ich auch angegeben. Aber vor allem habe ich die falsche Zahl immer angegeben. Unwichtig, herzlich willkommen in diesem Vlog. Und ja, bin gerade dabei, an meinem kommenden Projekt zu arbeiten. Und zwar ist das der Aufbau von meinem Untergestell für die Säge, also das, was oben drauf kommt. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie ich zum fünften Mal diese Fräsung gemacht habe, weil ich natürlich fünfmal falsch gemessen habe. Ich musste das tausendmal nachschneiden, nochmal sägen, nochmal sägen, nochmal sägen. Fragt mich nicht warum. Ich kann euch nur sagen, schaut das Projektvideo an. Ich glaube, das ist ganz witzig. Ja, ich schaue mal kurz, ob das auch alles passt hier. Ob es diesmal wenigstens passt. Nicht, dass ich nochmal sägen muss, ne? So, brauchen wir die zwei hier. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Da eins. Dann brauche ich natürlich auch das Brettchen Nummer 1, ne? So, brauchen wir es. Und wie ich ja im Projekt schon festgestellt habe, muss ich es verkehrt umdrehen, damit es passt. Fragt mich nicht, warum. Ich habe es immer noch nicht rausgekriegt. Aber genaueres werdet ihr dann im Projekt erfahren. So. Ah. Ja, komm schon. Das ist immer der untere, der nicht rangehen will. So, der kommt später. Wo ist denn der andere Peter? Hallo? Ah, da ist er. So. Zwei und zwei, der hier. So, und der passt wenigstens sofort. Ja. So Mädels, ich steck das nur mal kurz trocken zusammen und dann gucken wir mal, ob es dann auch weiter passt, ob es dann endlich passt. So. Da kommt der große Moment, wir werden mal messen. Das müsste jetzt 80 sein. Alter Walter, endlich geschafft. Es sind 80. Oh yeah. So. Oh. So. 77. Und 76,9. Sowas in der Richtung. Auf jeden Fall passt's. Yeah. Jetzt werden wir mal versuchen, diese schöne zweite Nut vielleicht etwas besser hinzubekommen als die erste. Die erste ist ja heftigst misslungen. Ich habe sie zwar einigermaßen repariert, nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht mein Anspruch, dass es so wird. Wir werden jetzt die zweite Nut fräsen. Vielleicht werden wir auch gleich T-Nut-Schiene einkleben. Ich habe mir extra auf den Tipp hin vom Bastelbären habe ich mir einen Epoxidkleber besorgt und werde die dann auch mit Epoxidkleber einkleben. Natürlich wird es auch geschraubt zusätzlich, ja, also ich werde mich nicht nur auf den Kleber verlassen. So, wie natürlich auch beim letzten Mal benutze ich die gleiche Strategie wie beim letzten Mal, also beide Schienen, also die Fräsmaschine oben drauf, die Höhe einstellen des Fräsers und dann, ja, dann sollte es eigentlich auch die richtige Tiefe haben.
Wer seinen Fräser schonen möchte, der sollte stufenweise machen, ja? If I take you now, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and I'm 40 on the nerve, bitch, I'm flying. Sell that shit. Champagne with the roof on. Bought this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road, the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best? So, ich würde sagen, das hat mal Sahne funktioniert diesmal. Wie ihr gesehen habt, musste ich den Korb doch wechseln. Dieser Korb hier ermöglicht es mir natürlich, in das Material einzutauchen. Das heißt, ich kann mittendrin aufhören und ich kann mittendrin anfangen. Na gut, aufhören können hätte ich mittendrin auch mit dem, aber ich hätte nicht mittendrin anfangen können. So, das heißt, ich musste den Korb doch nochmal wechseln. Und ich habe mich entschieden, doch das Ganze in zwei Schritten zu machen. Allerdings nicht, um den Fräser zu schonen, sondern aus Angst, dass mir die gleiche Misere wie letztes Mal nochmal passiert. Also habe ich in zwei Schritten runtergefräst. Also praktisch die Hälfte im ersten Durchgang und die zweite Hälfte dann im zweiten Durchgang. Und ich muss euch sagen, das ging wie Butter. Ihr habt es sicherlich gesehen, ich brauchte null drücken, gar nicht. Es ging wirklich durch wie Butter. Ob das an der Fräse oder am Fräser liegt, jetzt schauen wir mal noch, ob die auch reinpasst, zumindest von der Breite her. Ich muss ja hier hinten noch und vorne noch ausbeiteln, dass sie gerade wird. Aber die Breite, oh, Leute. Ah. So hat man das doch gerne. Das geht, oh, Alter, und auch perfekt eben. Sehr geil, sehr, sehr geil. War eine geile Anschaffung. Das hat sich gelohnt und es bringt die Qualität der Arbeit wieder mal ein Stück nach vorne. Sowohl die Fräse als auch der Fräse. Sehr geil, sehr, sehr geil. So, wollen wir das Ganze ausbeiteln und wieder einbauen. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Also riechen tut das gar nicht mal so gut, ey. Muss ich sagen. Sieht schon sehr gut aus. So bringe ich zumindest auch in der Mitte ein bisschen Druck auf. Das geht zwar nicht, ist zwar nicht besonders viel. Wenn ich das Teil jetzt hier weiter hinten hinpacken könnte, dann wäre der Druck stärker. Aber leider, leider, viel weiter nach hinten kann ich es nicht machen. So Mädels, die Stunde ist rum. Ich werde das jetzt mal alles lösen und schauen wir mal, wie es geworden ist, würde ich sagen. Mit dieser Nut bin ich definitiv zufrieden. Die andere ist ein bisschen für den Allerwertesten, aber dafür ist die umso besser geworden. Aber mir fällt gerade was auf.
Herrgott. Ich zeig euch mal was. Seht ihr diese Knutsteine? Die habe ich natürlich vergessen, vorher in die Schiene reinzutun. Kann man denn wirklich so doof sein? Da werde ich mir wohl schon wieder was einfallen lassen müssen. Also rausreißen tue ich sie auf jeden Fall nicht wieder, weil ich glaube, dann kann ich die Platte hier endgültig vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir nicht viel getan haben, aber zumindest ist erstmal das Teil hier fertig. Für das Problem finden wir eine Lösung. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir, was wir dann tun werden. Vielleicht ist der Schraubstock dann schon angebaut. Vielleicht bauen wir ihn gemeinsam an. Wir werden sehen. Irgendwas wird uns einfallen. Langeweile werden wir sicher nicht haben. Also für die nächsten 33 Jahre kann ich auf jeden Fall vloggen. So ungefähr. Ja Leute, dank dieses geilen Geräts habe ich nun endlich meine zweite Nut fertig und kann jetzt getrost meinen Schraubstock einbauen. Also, danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Tschö. Bis zum nächsten Mal.